So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und wir haben wieder eine kleine Challenge am Start, wieder mal von Kanal Phänomenal. Der haut in letzter Zeit so viel Zeug raus, man kommt gar nicht hinterher, wenn man sonst noch so viel anderes zu tun hat und macht und hin und her und bla und sonst wie und dann immer zu Fanpost und dann wieder das und dann jenes. Also, heute geht's aber um Sushi. Sushi, das war nicht, weil Sushi eklig ist, ich musste einfach nur husten. Bildet euch da nichts drauf ein. Und ich finde es sehr gut, denn er macht ja sonst immer so krasse Challenges, wo es heißt, in einer Stunde 5 Kühe essen. Und das ist auf jeden Fall heftig und viel und das ist sehr anstrengend. Und bisher habe ich immer gesagt, mach lieber mehr Trink-Challenges, ne? Trinken, das ist in Ordnung, egal was, wie, wo, da ist auch kein Ekelfaktor, aber wenn es ums Kauen geht, da steht der Ramses hinten an, der hat nicht so gute Kaumuskeln. Jetzt geht es aber um 8 Sushi Teile in 2 Minuten essen, also in unter 2 Minuten. Und das Dumme ist, wie immer, ich kann es natürlich nicht so nachmachen wie er, denn er hat sich eine Packung Sushi gekauft, da sind 8 Stück drin für 7,99. Ich glaube, ich drehe durch. Jetzt habe ich geguckt, bei uns sind aber nur 6 Stück drin. Das heißt, es ist schon wieder zu wenig. Wie misst man das dann? Jetzt musste ich 2 Packungen Sushi holen und das ist auch unterschiedlich hier. Wenn ihr mal guckt, hier steht zum Beispiel Kaiji Sushi oder Kaiji Sushi, ne? Keine Ahnung, was jetzt der Unterschied ist, steht bestimmt hinten drauf alles. Und das andere ist Sakana Sushi, ja? Das sind jetzt also nicht 8, das sind jetzt insgesamt schon wieder 12. 12 Teile. Jetzt möchte ich nicht versuchen, 12 innerhalb der 2 Sekunden zu essen, sondern halt 8. Dann heißt es wieder, diese größer, kleiner, wie auch immer. Im Endeffekt ist es jedem egal. Und ich bin der Einzige, der mir Gedanken darum macht. Wir machen aber das mal auf. Den Adi habe ich extra ausgesperrt, weil es geht um Sushi. Da dreht er komplett durch. Und wie bei ihm, naja, frisches Siegel muss auch noch weg. Wie bei ihm ist natürlich, neben dem normalen Sushi, haben wir hier auch Ingwer dabei. Ingwer dabei auf jeden Fall. Wir haben Wasabi dabei in einem Tütchen. Wir haben Sojasauce dabei. Und wir haben hier 2 schöne Stäbchen dabei zum Essen, die auch zum Ausfahren sind. Ich kann mit Stäbchen eh nicht essen, die kann ich mal wegpacken. Das ziehe ich mir jetzt hier ab. Scheiße, da muss ich die ganze Packung mit einmal abmachen. Steht da eigentlich was drauf, was da jetzt drin ist? Wenn ich es jetzt rumdrehe, fällt alles raus. Vielleicht hätte ich vorher mal lesen sollen. Wir können das ja bei dem anderen mal machen. Vorher mal lesen. 6 Sushi-Spezialitäten, 6 California-Makis, 2 mit Lachssalat mit süßsaurer Soße, grüner Paprika und Sesam, 2 mit Thunfischsalat mit Tandoori-Würzmischung, 2 mit Chili-Frischkäse-Zubereitung, roter Paprika und Sesam. Jetzt gucken wir kurz bei dem anderen trotzdem nochmal drauf, was das andere war. Bitte bleibt drin. Bei dem anderen stand, jetzt habe ich es natürlich genau weggerissen. So kann ich es nicht mehr lesen, weil es nicht mehr da ist. Hier oben. 2 mit rohem Lachs, Frischkäse und Sesam. 2 mit Räucherlachs, Frischkäse und rosa Beeren-Sesam. Mischung, 2 mit Chili-Frischkäse-Zubereitung, roter Paprika und Sesam. Wenn ihr den Unterschied jetzt gehört habt zwischen den beiden, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das machen wir auf jeden Fall alles auf, alles weg. Der Deckel kommt weg. Das kommt auf. Da geht die Challenge 2 Minuten und das Video zur Vorbereitung geht aber trotzdem erstmal 100 Minuten, weil man braucht ja auch so lange. Das ziehen wir jetzt auch ab. So. Das nehmen wir auch alles hier raus. Erstmal den Fisch und die Soße und den Beutel und die Ninja-Stäbchen, ja. Jetzt packen wir das beides mal so hier hin. Das seht ihr jetzt nicht direkt. Tun uns den Ingwer aber auch mal auspacken. Ich finde den Ingwer eigentlich genial. Weiß ich nicht. Ja, den Ingwer, glaube ich, links liegen lassen. Hat ihn nicht gegessen. Wir packen uns den mal schon hier drauf irgendwo. Wir verteilen das jetzt, dass wir den Ingwer auch mit essen, dass der Ingwer nicht verschmäht wird. Ingwer ist gesund, auch Wasabi. Versuchen wir dann ein bisschen zu zerteilen. Vielleicht hätte ich es vorher schon vorbereiten sollen. Wäre das vielleicht schlauer gewesen. Jetzt komm mal raus, du Gräbel. Dann bleibt es halt drin. So, den Ingwer verteilen wir jetzt mal ein bisschen. Legen wir da eins drauf, da was drauf, hier ein bisschen was.
Obst, dort ein bisschen was, keine Ahnung. Und dann nehmen wir die hier, die andere Packung mit dem anderen Ingwer, verteilen den auch auf die andere Seite bei den anderen Teilen. Einfach nach unten schmieren, dass alles rausfällt. Das fühlt sich so gummiartig an, auf jeden Fall. Esst ihr gerne Ingwer? Schreibt es mal in die Kommentare oder trinkt ihr gern Ingwer-Tee? Dann hört auf, in die Kommentare zu schreiben. Ich mache das jetzt mal ganz speziell, damit ich genau weiß, dass ich 4 Stück übrig lassen muss. Das sind ja welche, die sind in einer Reihe und dann sind welche, die sind so schräg nach drüben. Deswegen teile ich mir das jetzt so auf. Auf der anderen Seite nehmen wir jetzt aber auch das Wasabi. Das Wasabi versuchen wir auch aufzuteilen, indem wir immer ein Stück da drauf machen. So, so, so. So, hier auch noch Wasabi drauf. Da packe ich die Tüte aber so an, dass auch auf den zwei, die ich jetzt nicht mit esse, danach noch ordentlich Wasabi am Start ist. Das hat sich eigentlich jetzt sehr gut aufgeteilt. Hier wird nämlich nichts verschwendet. Ne? Klaus Hipp, dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber das Beste kommt dann noch, nämlich die lustige Hoisin-Soße. Jetzt hier auch wieder. Da ein Streifen drauf, da ein Streifen drauf, da ein Streifen drauf, da natürlich auch ein Streifen drauf. Und das Restliche aufgeteilt auf die zwei übrigen, dass wir die danach noch in Ruhe essen können. Ich möchte euch gleich zeigen, wie das aussieht. Ich muss aber vorher noch den Fisch hier aufmachen. Digga, Fisch. Hä? Aber der muss doch hier an der Seite auf. Ich mach mal den anderen auf. Fisch. Ach, wir haben eine Schere. Wieso nehmen wir nicht einfach die Schere und dann passt das? Schneiden jetzt den Fisch einfach auf. Zack. Und jetzt können wir euch das mal zeigen, wie das hier ungefähr aussieht. Hier die zwei bleiben also übrig, ja? Genauso wie hier oben die zwei übrig bleiben. Die vier und die vier wollen wir essen. Ihr seht, da ist jedes Mal das Ingwer mit drauf und ein Wasabi-Häufchen. Was wir aber noch brauchen, ist den Fisch. Den Fisch müssen wir uns jetzt auch aufteilen. Aber halt auch wieder auf alle sechs. So, da kommt was drauf. Da, da, dass das schön ordentlich durchtränkt ist. Jetzt ist der Fisch leer. Und genauso machen wir das im Prinzip mit dem anderen Fisch auch, auf der anderen Seite, bei den anderen. Ey, Sushi, das ist so eine Bastelei, so eine Wissenschaft an sich. Wir machen das, wie gesagt, jetzt hier auch. So, da was drauf, da, da, da. Ihr macht immer zweimal drücken und dann kommt das raus. Das ist sehr cool. So kann man sich das eigentlich sehr schön portionieren. Mir kommt so vor, als wäre in dem Fisch mehr drin gewesen als in dem anderen. Ist natürlich nicht so. Wir werden jetzt beginnen. Nachdem jetzt schon 2 Jahre um ist, ne? Wie isst man das am besten? Gar nicht. Am besten, ich nehme eine Gabel und schiebe mir das rein. Ich will es jetzt nicht anfassen, weil es total voll gesüfft ist. Wir nehmen hier so eine Kuchengabel und ich hoffe, das passt jetzt. Ich hoffe, ihr seht das auch und dass es gleich losgeht. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit Kuchengabel, Kanal phänomenal. Können wir vielleicht hier oben auch einblenden, dann würde ich sagen. Ich esse einfach alle 12 und guck mal, wie lange ich dafür brauche. So, ich muss euch aber trotzdem irgendwie. Genau, wir stellen euch noch ein Stück weiter weg, dann sieht man noch alles. Man sieht das, man sieht das. Man sieht hier oben vielleicht. So ungefähr, so kann es losgehen. Auf die Plätze, fertig und.
noch ein paar. So, das waren jetzt alle 8 und jetzt esse ich noch die anderen 4. Körnchen hängen einen zwischen den Zähnen noch rum. Ja, richtig nice. Oh, aber super lecker, super geile Challenge. Unter 2 Minuten wollte ich definitiv bleiben. Oh, der Wasabi war richtig geil, muss ich sagen. Gänst du noch zwischen den Zähnen diese einzelnen Reiskörner? Aber ansonsten, oh, super lecker. Oh, könnt gleich nochmal eine machen. War mal was erfrischend anderes. Und ihr könnt mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne Sushi Reiskorn. Moment. Sushi essen tun oder nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, ihr wisst Bescheid. Dann sehen wir uns hoffentlich recht zeitnah wieder. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken, auf bald und Servus. Die Nase läuft auf jeden Fall. Die Augen drehen hinterher. Wie gesagt, finde ich schade, dass er denn nicht das Ingwer mitgegessen hat. Es gehört einfach dazu. Sushi. Du musst dir das alles zusammenbasteln, wie bei Playmobil. Ich versuche halt immer darauf zu achten, dass wirklich nichts verschwendet wird oder weggeschmissen wird. Deswegen habe ich mir das jetzt wirklich schön aufgeteilt, auch das Wasabi. Habt ihr gesehen, es ist halt alles leer jetzt wirklich. Die Fische sind leer mit der Sojasauce, das Ingwer ist leer, die Wasabi-Tütchen sind leer hier, die sind ausgedrückt bis zum letzten Pfropfen. Hier, die Dinger sind leer, waren jetzt wie gesagt 12. Zeit weiß ich aber nicht, aber trotzdem habe ich auf jeden Fall mitgemacht. Hab geguckt, wie das so ist. Es war schwerer, als ich es mir vorgestellt habe, muss ich dazu sagen. Sobald du den ersten im Mund hast, dann merkst du wirklich, wie frampfig das ist, durch den ganzen Reis dazu. Dass das gar nicht so einfach happen, happen, happen. Sondern das hat etwas gedauert. Es hat sich etwas gezogen. Aber 4 und 1 Minute müssten trotzdem drin gewesen sein. Also vielleicht habe ich die 8 Stück in 2 Minuten geschafft. Das sehe ich dann erst, nachdem ich das Video schneide und ihn hier einfüge. Ich habe mir ja keine Uhrzeit hier hergestellt. Und ja, wenn ihr auch mitmachen wollt, macht das auch mal. Kauft euch doch mal Wasabi, das wenigstens was Gesundes. Das kann man ruhig mal essen. Das macht jetzt auch nicht fett, glaube ich. Das Wasabi macht die Nase wieder frei. Gegen Erkältung, gönnt euch Wasabi. Das war's von meiner Seite aus. Grüße gehen raus am Kanal. Phänomenal. Danke für deine coolen Ideen und Challenges, die du immer machst. Ich freue mich jedes Mal auf neue Videos, die Community auch, wir gucken ja immer rein. Du grüßt ja sogar schon jetzt am Montag immer, also in deinen Videos, dass, falls wir am Montag gucken und so. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.